Die Hochschulen sind für ihre jeweiligen Städte und Regionen enorme Innovationsmotoren. Und es geht natürlich darum, diese Innovation auch in die Wirtschaft, in die Gesellschaft zu bringen. Und da haben wir Hochschulen eine besondere Verantwortung. Ich habe selber mal gegründet und habe gelernt, wie wichtig die Unterstützung der Hochschule für meine eigene Gründung war, um mir einfach eine Sicherheit zu geben. Aus Sicht der Hochschule ist Gründung ganz wichtig, weil man natürlich zum ersten Mal die Forschung nach außen bringt. Was müssen wir noch weiter erforschen, um wirklich die Anwendbarkeit unserer Forschung zu sichern? Für alle, die eine Idee haben, ist der Ideaslam der perfekte erste Schritt. Ich bin Fabiola, ich habe 2019 beim Ideaslam teilgenommen mit dem Team Swap. Und es ging damals um die Nutzung von Seidenraupenpuppen aus Indien für Haustierfutter. Inzwischen hat sich die Idee weiterentwickelt, auch das Team hat sich verändert und ich habe die Promix GmbH gegründet. Also ich würde die Teilnahme am Ideaslam jedem weiterempfehlen, der irgendwie eine Idee hat. Das ECM nimmt als Gründungszentrum der Uni Gießen eine ganz wesentliche Rolle ein, wenn es darum geht, Hochschulangehörige auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten. Wir bieten Gründungsberatung an, die sich über den gesamten Gründungsprozess erstrecken, haben aber auch ein eigenes Mentoring-Programm mit ausgewiesenen Expertinnen, können Coworking-Arbeitsplätze anbieten sowie ein eigenes Stipendium. Daneben organisieren wir verschiedene Events wie Workshops, einen Gründungsstammtisch sowie unseren Ideaslam. Der Ideenwettbewerb bietet die Möglichkeit, die eigene Idee auf einer großen Bühne zu präsentieren, völlig gleich, in welchem Stadium die Idee sich befindet. Denn durch Juryfeedback, Netzwerken und Öffentlichkeitsarbeit reifen nicht nur die Ideen, sondern auch IdeengeberInnen.